Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed zum DLC, das Vermächtnis der ersten Klinge. Okay, Leute, ich würde sagen, wir haben ja gesagt, dass wir die restlichen zwei Söldner noch machen wollen. Wenn wir die erst machen, dann wäre die Quest nämlich schon mal weg. Ich würde sagen, wir machen mal eine Schnellreise hier oben her. Und erledigen dann die zwei Söldner noch. Und starten dann mit den anderen Quests. Geht es rucki zucki. Ah, oh, die Ladezeiten. Ja, das kennen wir ja schon. Gut. So, wir markieren uns hier nochmal schnell. Direkt da unten, das passt. So. Bildmachgerät. Klettert aber dahin, wo ich überhaupt nicht hin will. Alter, der macht gut Schaden. Bin ich mal dran, du. Alter Schwede. Na komm. Down ist er. Gut. Dann würde ich sagen, gleich zum nächsten. Und dann wieder ins Dörfchen. 833 Meter, der ist da hinten. Gehen wir zu Fuß, ich bin jetzt viel zu faul, dass ich das Schiff rufe.
Los! Über Stock und über Stein. Alter! Macht dir Schaden, hey! Oh. Okay, jetzt können wir nochmal reden. Jetzt diese Unfläche. Der war nicht schlecht. Schauen wir hinten nochmal hin, ob es noch irgendwas gibt hier. Ah, jetzt kann ich zu der alten Frau zurückkehren, stimmt. Die wollte ja dann Wein trinken. Hat sie gesagt, wenn wir die Söldner erledigt haben. Würde ich sagen, warten wir aber. Also bis jetzt muss ich sagen, gefällt es mir ganz gut. Ist zwar jetzt nicht recht viel anders wie das Hauptspiel hier von den Missionen her oder so, aber man hat wieder was zu tun. So, sie ist dort hinten. Und ich bin echt schon gespannt, wo das nächste Setting ist von Assassin's Creed. Viele sagen ja Japan, was ich was gelesen habe. Aber könnte natürlich auch Rom oder sowas sein. Bin echt gespannt.
So, was mit der hier? Ist sie schon tot? Dame. Was ist passiert? Ein paar Söldner sind aufgetaucht und haben auf sie eingestochen. Sie murmelte etwas davon, sie würde nicht zulassen, dass man ihr die Aussicht ruiniert. Der Wein ist für dich. Die Aussicht ist wirklich schön. Du kannst dich nicht verstecken! Ich komme dich holen! Okay, du musst jetzt wohl den Söldner erledigen, der sie massakriert hat. Tödliches Duo. Töte Exidius, den Genickbrecher. Hier ist auch schon wieder einer. Oh, aber wir werden zwei werden wahrscheinlich. Wir speichern trotzdem mal schnell ab. So. Weil hier unten nämlich auch gerade einer läuft. Alter Schwede. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Was ist denn da los? Warte mal, kann ich hier reingehen ins Menü? Pfeile machen. Alter, warum habe ich keine Pfeile mehr? Ich dachte, wir haben automatisch mitgemacht. Oh, nicht verfügbar. Natürlich schlecht, ja. Okay, müssen wir nochmal machen. Ah, ich habe das nicht eingestellt, dass die automatisch nachproduziert werden. Okay. Der ist mir jetzt nochmal gut geschrieben worden. Jetzt schauen wir aber gleich.
Hinweise wahrscheinlich wieder. Ja. Okay, läuft doch. Die Konkurrenz ausschalten, Quest abgeschlossen. Gut, dann schauen wir doch mal. Wir haben jetzt unten noch zwei Quests. Vielen Dank, Malakka, für den Toten auferstanden. Vom Jäger zum Gejagten. Okay, das sind die hier. Was können wir hier jetzt machen? Vermächtnisquest. Finde Darius und sprich mit ihm beim Hof. Er geht eine Spur auf einen Hof. Das haben wir vorher schon mal geschaut gehabt. Ein kleiner Hof liegt im südöstlichen Region der unerforschten Paingon. Pangaion-Gebirges. Pangaion-Gebirges. Südöstlich. Das müsste dann aber hier dann irgendwo sein, auf dem Hof. Das könnte doch das hier sein. Oder das hier. Ich denke mir eher, wird das hier sein. Das ist ein kleiner Hof. Wir markieren uns das hier mal und dann gehen wir doch mal dorthin. Schauen wir mal, ob wir irgendwas rausfinden. Ich denke mal, dass wir die hier auch noch rein müssen, in die Festung. Ella. Dann haben wir bestimmt ein bisschen Zeit. Ja, war das mal richtig.
Okay, dann sind wir doch richtig. Gefunden. Nur weil ich das wollte. Natakas sagte, du hättest etwas. Könnte uns das zum Jäger führen? Der Orden hat Pläne geschmiedet. Du willst den Jäger? Dann bleib und hilf mir, sie aufzuhalten. Ich höre. Einer der Handlanger des Jägers verantwortet die Rekrutierung für den Orden in Makedonien. Wenn wir ihn finden, haben wir eine Spur. Such nach Notizen, Nachrichten, Aufzeichnungen. So erfahren wir, wann das nächste Treffen ist. Und sei unauffällig. Die Maus auf meine Art. Ich kämpfe mich durch die Festung und stelle mich allem. Dir fehlt die Weitsicht, aber es ist deine Entscheidung. Besorge einfach, was wir brauchen. Und du? Ich gehe zurück ins Dorf, um herauszufinden, wann das Treffen stattfinden soll. Nach der Festung treffen wir uns dort. Okay. Finde Dokumente aus der Olynthos-Festung. Das muss ja wohl keine Dossier sein. Oh, hier sind ein Haufen. Gefunden. Da ist es. Danach habe ich gesucht. Okay. Alles klar, wir machen das hier auf unsere Art, nicht wie der das will. Also, unsere Art ist reingehen und metzeln. Aber ich wollte nochmal schauen, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir das Leuchtfeuer... an dem Leuchtfeuer eine Falle legen. Wo ist das Feuer? Irgendwo ist ein Feuer. Ah, da oben. Ah, ist eh optimal. Da können wir gleich von dem Berg aus hin. Ist ganz wichtig, Leute, wenn ihr hier so eine Festung clearen wollt, schaut immer, dass ihr das Leuchtfeuer zuerst manipuliert, damit die keinen Nachschub rufen können. Weil dann wird es nämlich eklig. Eklig. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Ist es schon. Guck mal, dass ich jetzt da normal rankomme. Darius meinte, ich soll unauffällig sein. Okay, wir haben schon mal nicht gemerkt. Genau. Wenn man das gemacht hat, Leute, dann geht es eigentlich relativ easy. Rein theoretisch müssen wir ja sie nicht clearen.
Ältesten Hinweise, okay. Okay, dann haben wir den. Sehr schön. Aber wir machen natürlich trotzdem die ganze Festung, weil ich möchte eigentlich schon gerne. Dass sie noch alles mitnehmen. Sehen wir sie da hinten. Das ist dein Ende. Lieferung erfolgt. Dorfkoch hat Liste bestätigt. Eine Empfangsbestätigung. Nun ja. Okay, dann und Söldi. Vielen Dank.
Oh. So ein Shit. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt aber an der Stelle einen Cut und schauen uns natürlich in der nächsten Folge dann die Festung an. Da haben wir dann noch ein bisschen mehr Zeit. Fangen von vorne an in der Festung und dann wird es schon alles werden, hoffe ich. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.